Was ist dir heilig? Von Heiligem ist in diesen Tagen ja viel die Rede. Gott wird Mensch in heiliger Nacht. Wir singen vom trauten, hochheiligen Paar. Und die heiligen drei Könige brechen auf im fernen Morgenland, um das Kind in der Krippe zu sehen. Bei Wikipedia steht, heilig bezeichnet etwas Besonderes, Verehrungswürdiges, gar etwas, das einer Sphäre des Göttlichen, Vollkommenen oder Absoluten angehört. Wir haben Menschen gefragt, was ihnen heilig ist. Menschen, die in vier Einrichtungen des Lebensraum Diakonie hier in Lüneburg leben. In der Herberge Plus, in der Wohnstätte im Lüner Damm, im Wiechernhaus und in der Eltern-Kind-Einrichtung Madonna. Was ist dir heilig? Schauen Sie mal. Ja, heilig ist eben halt auch so, dass man sich gut fühlt und wie bei mir zum Beispiel mein Laufen, mein Gehen, das ist mir heilig und da bin ich super dankbar, dass ich wieder laufen kann und oder gehen kann, dadurch, dass ich eine schwere OP hatte und ja, das ist so, dass was mir alles ist, lieb ist, heilig ist. Ich bin jetzt hier wirklich krank geworden. Ja. Ich habe erst die COPD gekriegt, dann habe ich jetzt Krebs noch gekriegt und das sind 10.000 kleine Teile. Und ich kann mich hier hinsetzen und nichts passiert. Ich brauche mich nicht aufpassen, dass mich einer angreift oder so. Ich habe meine Ruhe. Ich habe meine wirkliche Ruhe gefunden. Ja. Und hier läuft man auch mit der Medikation hinter mir hinterher. Wolfgang, du hast dies vergessen, musst das nochmal nehmen. Ja, und dafür kann ich nur dankbar sein. Ja. Ja, heilig ist für mich also meine Freundschaften, dass ich die pflegen kann und auch das Miteinander der Menschen, dass sie freundlicher miteinander umgehen, das ist für mich auch sehr heilig. Heilig ist für mich immer noch meine Kinder und meine Familie und danach meine Freunde. Das ist für mich heilig. Vielen Dank für die Antwort. Und was würden Sie antworten? Was ist Ihnen heilig?